Erstes Thema, was wir uns in Revit angucken wollen, die Projektweiteneinstellungen. Da gibt es grundsätzlich erstmal so ein paar Dinge, um das Vokabular, mit dem wir hantieren, vernünftig zu konfigurieren. Also zum Beispiel Linien. Linien setzen sich, oder Linienstile setzen sich im Prinzip aus drei verschiedenen Komponenten zusammen. Das ist einmal die Linienstärke, dann das Linienmuster und dann natürlich die Farbe der Linie. Linienstärken sind abhängig oder können wir abhängig gestalten von den jeweiligen Maßstäben. Und wir haben da 16 verschiedene Stifte im Prinzip zur Verfügung und können also sagen, Stift 1 ist in Maßstab 1 zu 10 so und so viel Millimeter und in Maßstab 1 zu 50 so und so viel Millimeter. Linienmuster, damit können wir im Prinzip dann einfach steuern, wie die Linie von ihrer Gestalt her aussehen soll. Dann ein weiteres Ding, was uns immer wieder begegnen wird, sind Schraffuren. Zum einen natürlich als Schnittdarstellung für geschnittene Bauteile, wie beispielsweise Wände oder Decken oder Dächer. Zum anderen aber auch für gefüllte Bereiche, also dieses 2D-Werkzeug, was wir letzte Woche kennengelernt haben. Auch hier kann man sich eigene Schraffurtypen erstellen oder es gibt auch Plugins, mit denen man Schraffurtypen beispielsweise aus AutoCAD importieren kann. Und dann das wichtigste Werkzeug in diesem Abschnitt sind die sogenannten Objektstile. Das ist ein Werkzeug, mit dem ich quasi projektweit schon mal definieren kann, wie sollen bestimmte Bauteilkategorien dargestellt werden. Also zum Beispiel, was ist die Standardlinienfarbe für Wände? Aber nicht nur Linien, sondern man sieht es da ganz rechts in der Spalte, ich kann auch Standardmaterialien festlegen. Das heißt, ich kann beispielsweise sagen, ich möchte, dass die ganze Verglasung in meinem Projekt, sofern nicht in den Bauteilen selber was anderes eingestellt ist, immer aus dem Glasmaterial XY besteht. So, diese Werkzeuge wollen wir uns kurz anschauen. Ich habe hier ein sehr überschaubares Beispielprojekt mir gebaut. Da könnt ihr an eurem eigenen Projekt sicherlich mehr rausholen. Wir gehen mal erst ins Menü Verwalten. Hier finde ich also unter weitere Einstellungen jetzt für uns relevant gerade mal Füllmuster, Linienstile, Linienstärken und Linienmuster. Wenn ich also hier in die Linienstile reingehe, dann sehe ich, da gibt es diverse Kategorien, die schon voreingestellt sind. Das hängt davon ab, mit welcher Projektvorlagedatei ich anfange. Also wenn ich mit einer englischen Projektvorlagedatei anfange, habe ich deutlich weniger voreingestellte Linienstile beispielsweise. So, und hier kann ich dann im Prinzip sagen, ich möchte einen neuen Linienstil anlegen und das mache ich hier über Unterkategorie ändern. Und da kann ich einfach auf Neu gehen. Und da einen neuen Namen angeben und dann taucht das hier auf. Im Übrigen, alles was ihr hier oben seht, diese Linienstile in den eckigen Klammern, das sind Systemlinienstile, die ihr auch nicht löschen könntet. Also wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann seht ihr, der Löschen-Button ist ausgegraut. Bei meinem eigenen Linienstil, den kann ich hinterher auch wieder löschen. Aber diese hier, die sind fest eingebaut in Revit aus diversen Gründen. Also Raumtrennung zum Beispiel. Damit werden wir uns im Laufe des Seminars auch noch befassen. So. Zurück zu meinem eigenen Linienstil, den ich hier gerade angelegt habe. Ich kann also hier jetzt eine Zahl zwischen 1 und 16 angeben. Je höher die Zahl, desto dicker die Linie, das ist die Faustregel. In der Regel würde ich sagen, werdet ihr nicht mit mehr als 6 dieser Zahlen arbeiten. Also ich habe
noch kein Projekt gesehen, was mehr Linienstile als 1 bis 6 verwendet hat, Linienstärken. Kann man sich auch so ein bisschen aus der eigenen Praxis, obwohl ihr seid wahrscheinlich gehört schon zu der Generation, die keine Tuschestifte mehr benutzt hat. Früher hat man das halt mit Tuschestiften gemacht, die gab es in bestimmten Größen zu kaufen und das waren auch nicht mehr als 6. Also von daher, mit 6 Linienstärken kommt ihr gut durchs Leben. Linienfarbe ist klar, da kann ich einfach hier was auswählen oder mir eine eigene Farbe zusammenmixen. Und dann eben Linienmuster, da kann ich aus den vorhandenen Linienmustern etwas wählen. So setzt sich ein Linienstil zusammen. Ich mache unseren jetzt mal ganz gut kenntlich, indem ich ihm hier so ein schönes Pink gebe und sage mal okay und verwende ihn einfach mal, um ein paar Linien hier zu zeichnen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Und das ist gut, feine Linien habe ich nicht an. Das heißt, man sieht auch direkt die unterschiedlichen Linienstärken. Dann gehe ich wieder zurück in Verwalten und wir gehen mal in die Linienstärken rein. So, und hier habe ich im Prinzip jetzt so eine Tabelle, wo ich festlegen kann, wie soll welcher Stift in welchem Maßstab aussehen. Das heißt, ich kann hier wirklich genau sagen, meine Haarlinie, was normalerweise der Stift Nummer 1 ist, meine Haarlinie soll in 1 zu 200 0,025 mm dick werden. 0,025 ist übrigens das Minimum. Und ihr seht, das Maximum, da kann man sich irgendwie was aussuchen. Also ich habe das noch nicht ausprobiert, wo das Maximum liegt. Ich weiß nur, wo das Minimum liegt. Ihr könnt hier auch beliebige weitere Maßstäbe hinzufügen. Das heißt, wenn ihr irgendwelche krummen Sachen habt, wie 1 zu 25 oder 1 zu 15 oder irgendwie sowas, könnt ihr einfach weitere Maßstäbe hier anlegen. Ansonsten wird Revit das interpolieren. Das heißt, wenn ich für 1 zu 15 nichts angebe, aber ich habe eine Zeichnung, die in dem Maßstab ist, dann wird eben der Mittelwert zwischen diesen beiden Maßstäben einfach gewählt hinterher. Soweit so klar. Gut. Diese Einstellungen hier, die gelten für alle Zeichnungen, die in der Projektion stattfinden. Das heißt Grundrisse, Schnitte, Ansichten und so weiter. Projektion ist jetzt auch nicht so ganz richtig. Sagen wir mal so, die gelten für alle Zeichnungen, die keine Perspektiven sind, weil hier habe ich eine Einstellung für Perspektiven. Perspektiven sind maßstabslose Zeichnungen. Das heißt, hier gebe ich einfach nur eine Abfolge von Linienstärken an, wenn ich das denn möchte. Und genauso kann ich hier noch für Beschriftungsobjekte auch separate Linienstärken angeben. Beschriftungsobjekte sind nicht maßstabsabhängig, deswegen kann ich das hier separat steuern. So, das ist also diese Grundeinstellung. Das mache ich im Prinzip einmal im Leben, wenn ich es richtig mache. Wenn ich es falsch mache, vielleicht zweimal im Leben. Und dann habe ich diese Einstellung und nehme die zum nächsten Projekt auch mit. Wie man Sachen ins nächste Projekt überträgt, das machen wir ganz am Ende des Seminars. Und dann kann ich hier rausgehen und muss das nie wieder öffnen. Wenn ich jetzt hier nochmal in meinen Linienstil zurückgehe, könnte ich hier jetzt also ohne weiteres eine neue Linienstärke zuordnen. Und sobald ich das übernehme, wirkt sich das auf alle Bauteile aus, die diesen Linienstil verwenden. Das sollte eigentlich auch logisch sein, denke ich. Genauso, wenn ich jetzt beispielsweise hier ein anderes Muster auswähle, zum Beispiel dreifach gestrichelt. Ja, schlechtes Beispiel. Hm, 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 hm.
Das kann man besser sehen, gestrichelt. Dieses dreifach gestrichelt, das kann sein, dass es einfach ewig lange Segmente hat und dass wir das hier deswegen nicht sehen. Aber ihr seht hier bei dem gestrichelten, kann ich das ganz gut sehen. Das bringt uns eigentlich hier zum nächsten Punkt, Linienmuster. Über Linienmuster kann ich auch wieder eigene Muster erstellen. Und das geht relativ simpel. Ich muss einfach nur Abfolgen von Strichen und von Punkten angeben. Das heißt, ich könnte jetzt hier sagen, ich möchte, obwohl, nee, machen wir mal Striche. Und mein Strich soll vielleicht 2 lang werden. Dann kommt ein freier Bereich von 5. Und das war's. Okay? Okay. Und jetzt könnte ich hier in Linienstile wieder in mein Linienstil gehen und dann entsprechend mein Strichmuster oder mein Linienmuster hier zuordnen. Und es würde sich dementsprechend dann auch wieder für alle Elemente verändern. Und ich kann natürlich das gleiche Linienmuster beliebig vielen Linienstilen zuordnen. Also das ist das Arbeiten mit Linienstilen und das betrifft vor allem Detaillinien und Modelllinien und natürlich dieses Werkzeug hier, den gefüllten Bereich, sofern ich dort mit sichtbaren Grenzen oder Kanten arbeite. Aber es gibt auch andere Werkzeuge, die auf Linienstile zurückgreifen in ihrer Darstellung. Und ich kann es dann eben einheitlich von dieser Stelle aus steuern. So, dann haben wir als nächstes hier die Füllmuster. Und auch hier, also hier gibt es einmal eine Unterscheidung zwischen 2D-Mustern und 3D-Mustern, beziehungsweise Muster für zweidimensionale Elemente und für Modellelemente. Das heißt, alles, was ich hier unter Modell finde, das sind die Muster, die ich beispielsweise bei den Bauteilen in der Schnittdarstellung finde. Also hier dieses Muster in der Schnittdarstellung der Wand, das kommt aus dieser Liste. Wenn ich einen gefüllten Bereich zeichne, dann würde ich aus dieser Zeichnenliste ein Muster auswählen. Das liegt einfach daran, dass die eine Variante skaliert wird und die andere eben nicht. Ich kann hier auch über neu jeweils weitere Muster erzeugen. Das ist, sagen wir mal so, relativ, oder der Umfang der Möglichkeiten, der sich mir hier bietet, ist relativ überschaubar. Das heißt, wenn ich irgendwelche komplexeren Muster haben will, wie beispielsweise sowas hier, das muss ich tatsächlich dann mit einem Plugin nach Revit reinbringen. Da sollte auch im Skript ein entsprechender Link dann sein. So. Das bringt uns zum nächsten Punkt, den Objektstilen. Und die Objektstile findet ihr auch hier unter Verwalten. Und das ist, denke ich, so das erste wirklich wichtige Werkzeug, was ihr brauchen werdet, weil ihr damit eben projektweit direkt schon die Darstellung von vielen Elementen beeinflussen könnt. Beispiel. Ich möchte gerne, dass meine Möbel nicht so aussehen, wie sie jetzt aussehen, sondern ein bisschen anders. Dann gehe ich hier in die Kategorie Möbel und wähle beispielsweise eine andere Linienfarbe, weil ich nicht möchte, dass meine Möbel auch dick schwarz dargestellt werden, wie der Rest des Projektes, sondern die sollen ein bisschen zurücktreten. Wupp. Sieht doch schon ganz anders aus. Das sieht nicht nur hier ganz anders aus, sondern wenn wir mal gerade ins
3D gehen, das sieht überall ganz anders aus. Das heißt, diese Einstellung betrifft wirklich alle Ansichten, die es gibt von meinem Projekt. Und egal, wie viele neue Ansichten ich jetzt mache, ob ich den Schnitt da durchlege oder was weiß ich, alle Möbel werden jetzt diese grauen Kanten haben. Jetzt wird der ein oder andere vielleicht sagen, was ist denn hier mit dem Kram? Ist das nicht auch ein Möbelstück? Und da kommt jetzt der Aspekt dazu, dass man die Kategorien in Revit ein bisschen kennen sollte. Weil das ist kein Möbelstück. Das ist ein Sanitärobjekt. Sanitärobjekte besitzen ihre eigene Kategorie. Diese hier, Sanitärinstallation. Kann man aber genauso grau machen. Das heißt, wenn ich jetzt wieder in meinen Grundriss gehe, habe ich eine einheitliche Darstellung von Möbeln und Sanitärobjekten. Das hat einfach den Grund, dass beispielsweise ein TGA-Planer gerne bei sich wahrscheinlich die Möbel ausblenden möchte im Modell, aber die Sanitärobjekte immer noch sehen möchte. Deswegen sind die separat kategorisiert. Das heißt, man muss so ein bisschen wissen, wie die Objekte in den Kategorien liegen. Das ist aber auch kein Problem, das herauszufinden, weil, wie ihr seht, sobald ich mit der Maus darüber gehe, sehe ich eigentlich den Namen der Kategorie direkt im Tooltip. Da steht Sanitärinstallation und damit weiß ich, das ist der Name der Kategorie. Das habe ich bei jedem Objekt, wo ich mit der Maus drüber fahre, dass ich direkt weiß, okay, das ist die Kategorie, das ist die Kategorie, das ist die Kategorie. Habe ich im Übrigen unten in der Statusleiste auch, die wir jetzt wieder mal nicht sehen, weil meine Taskleiste hier unten nicht immer verschwinden möchte. Aber jetzt seht ihr es gerade da unten links, jetzt seht ihr es nicht mehr, Sanitärinstallation. So, das heißt, über diese Objektstile kann ich eigentlich schon sehr viele Einstellungen treffen, die hinterher einiges abdecken können, was die Darstellung angeht. Das ist im Prinzip, stellt euch das vor, wie so eine grundlegende projektweite Layersteuerung. Und was halt auch ganz wichtig ist, ist, ich kann hier schon Festlegungen treffen, mit welchen Linienstärken diese Objekte dargestellt werden. In der Projektion und im Schnitt. Das heißt, wenn ich hier mal runtergehe, dann sehe ich zum Beispiel, Wände werden mit einem relativ dicken Stift dargestellt im Schnitt. Ich zoome hier mal gerade etwas ran. Und setze das Ganze mal auf 1. Wir schauen mal, was passiert. Wieso passiert da nichts? Ist verwunderlich, ne? Was hatte ich euch gesagt über die Hierarchie? Ich kann bestimmte Dinge an verschiedenen Stellen steuern. Das heißt, hier habe ich eine Sache gefunden, die offensichtlich an irgendeiner anderen Stelle auch noch irgendwo gesteuert wird. Wo? Das werden wir gleich sehen. Das bedeutet, dass nicht jede Festlegung, die wir hier in den Objektstilen treffen, am Ende auch das ist, was angezeigt wird. Weil wenn wir an anderen Stellen Festlegungen treffen, die dem widersprechen, ansichtsspezifische Festlegungen beispielsweise, dann werden die das, was hier in den Objektstilen ist, überschreiben. Also müssen wir nachher mal auf die Suche gehen, warum die Wände jetzt hier in der Schnittdarstellung ihre Stärke nicht ändern. Wir können vielleicht uns noch ein weiteres Beispiel raussuchen und gucken, ob wir das bei den Möbeln geändert kriegen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das bei den Möbeln klappen wird, weil ich es vorher nicht ausprobiert habe. Aber wir schauen mal. Wenn ich die jetzt auf 4 setze und sage übernehmen,
Aha. Also das heißt, es geht, solange nicht an irgendeiner anderen Stelle, und an diese andere Stelle kommen wir später noch, etwas gesagt wird, was dem widerspricht, was in den Objektstilen steht. Von der Arbeitsweise her geht ihr das Ganze so an, dass ihr erstmal hier eure Festlegungen trefft. Das ist der erste, die erste Tabelle, die ihr im Grunde durchgehen solltet für euer Projekt, um zu gucken, sind das die Einstellungen, die ich haben will. Und in der Regel ist das Wichtigste, was man hier einstellt, wirklich die Farben und die Linienstärken. Materialien, das kann manchmal auch sehr praktisch sein. Ich hatte eben schon das Beispiel Verglasung genannt, aber man kommt auch ohne diese Materialfestlegungen durchs Leben. So, das Gleiche kann ich übrigens hier machen, importierte Objekte. Da seht ihr jetzt nicht so viel, da steht nur importiert in Familien. Das können wir eben ändern. Wenn ich hier auf Einfügen gehe und eine CAD-Datei verknüpfe, also in diesem Fall nehmen wir mal eine DWG und ich gehe dann nochmal in die Objektstile, in importierte Objekte, dann seht ihr, ihr bekommt hier an dieser Stelle eine Layer-Steuerung für die DWGs, die ihr importiert oder verknüpft habt. Und das sind dann wiederum projektweite Einstellungen. Das heißt, ich kann für jeden Layer sagen, der soll in meinem Projekt mit der und der Farbe und mit dem und dem Linienmuster dargestellt werden. Auch das könnt ihr später wieder in einer Ansicht überschreiben und sagen, ich will den Layer in der Ansicht gar nicht sehen beispielsweise. Aber hier könnt ihr quasi einmal projektweit für eine bestimmte DWG einstellen, so und so soll die aussehen.